Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und ihr kleiner Bruder Max. Max und Ruby. Max feiert Halloween. Jetzt ist das Haus schön geschmückt für Halloween. Sein, wenn Luise kommt, Max. Wir wollen doch alle zusammen zu Oma gehen und uns bei ihr unsere Süßigkeiten abholen. Dracula! Nein, Max. Das ist viel zu gruselig. Nimm die Zähne raus. Ich werde mein wunderschönes Prinzessinnenkostüm anziehen und du verkleidest dich passend dazu als Prinz. Jetzt zieh dich ganz schnell um. Wir wollen uns die Süßigkeiten noch nicht entgehen lassen. Das ist es nicht. Das auch nicht. Oh, da ist es ja. Es sieht ganz genauso aus wie das von Don Röschen. Was fehlt aber noch? Eure königliche Hoheit? Jetzt rate doch mal, wer ich bin. Dracula! Kleine Prinzen haben aber keine Dracula-Zähne im Mund, von denen klebriger Kirschsirup heruntertropft. Und vor allem... tragen kleine Prinzen auch keine hässlichen Gummimonster-Klauen. Her mit den Sachen, Max. Danke. Der Prinz hat doch immer einen roten Umhang um, Max. Und er macht auch immer schön brav das, was die Prinzessin ihm sagt. Die Zähne bitte. Ich gehe jetzt drüber und schmink mich noch ein bisschen. Wer richtig gut geschminkt sein will, darf es auf keinen Fall übertreiben. Jetzt noch ein bisschen Lippenstift. Rubinrot, meine Lieblingsfarbe. Jetzt brauche ich nur noch meinen kleinen Prinzen. Vergiss dein Schwert nicht. Max? Dracula! Wie viele Dracula-Gebisse hast du denn hier noch versteckt, Max? Oma will bestimmt nicht von einem Vampir erschreckt werden. Ein kleiner Prinz ist auch viel toller als ein Vampir. Wie gesagt, ein kleiner Prinz trägt einen roten Umhang, Max.
Welcher Prinz trägt denn schon einen schwarzen Umhang? Oh, jetzt siehst du wie ein wunderschöner Märchenprinz aus. Luise ist endlich da. Na dann nichts wie los zu Oma. Schönes Halloween! Ach, wäre mir doch Rapunzel als Verkleidung eingefallen. Und ich wünschte, ich wäre als Prinzessin gekommen. Hallo, Max. Ich bin Rapunzel. Als was bist du verkleidet? Siehst du das nicht? Max ist ein kleiner... Dracula! Na schön, Max. Dann verkleide dich eben als gruseliger Vampir. Aber gruselige Vampire bekommen keine Süßigkeiten. Das stimmt. Ich gehe jetzt bei Oma meine Süßigkeiten abholen. Komm mit, Max. Der Einzige in unserer Straße, der sich so gruselig angezogen hat. Ich glaube nicht, dass du viele Süßigkeiten bekommst. Schönes Halloween! Dracula! Siehst du? Wir haben es dir doch gesagt, Max. Hm. Was ist denn nur mit Omas Haus passiert? Wo kommen auf einmal die vielen Spinnen und die Spinnnetze her? Nicht, Max! Du erschreckst Oma nur mit deinem Dracula-Kostüm. Und dann kriegen wir keine Süßigkeiten mehr von ihr. Halt du dich schön im Hintergrund. Ich werde an der Tür klingeln. Die liebe Omi wird bestimmt ganz schön Augen machen. Schönes Halloween! Guten Abend! Dracula! Dracula! Rubys Blättersammlung. Mal kurz, Max. Das Blatt kann ich vielleicht brauchen. Nein, du kannst es behalten. So ein Blatt habe ich nämlich schon. Der Sommer ist vorbei und eine neue Jahreszeit fängt an. Weißt du eigentlich, wie man die neue Jahreszeit nennt, Max? Man nennt sie Herbst. Und weißt du, was im Herbst passiert? Das Wetter wird mit jedem Tag ein bisschen kälter. Und der Wind rüttelt kräftig an den Bäumen. Dadurch fallen ihnen dann alle Blätter ab. Herbst! Richtig. Und wenn die Blätter von den Bäumen fallen, müssen wir in meiner Schule immer eine Blättersammlung anlegen. Dieses Jahr wird meine die allerbeste von der ganzen Klasse. Und so funktioniert es. Ich sammle verschiedene Blätter und die muss ich dann in dieses Buch kleben. Am besten ein Blatt von jedem Baum hier in der Gegend. Jedes neue Blatt, das ich finde, bekommt eine eigene Seite. Ich habe fast alle Blätter, die ich brauche. Es fehlt mir nur noch ein Blatt von einer Rotbuche, eines von einem japanischen Ahorn und ein ganz seltenes, nämlich das von einer grobzähnigen Zitterpappel. Wenn ich ein grobzähniges Zitterpappelblatt finde, dann ist meine Blättersammlung die beste von der ganzen Klasse. Nicht mal Luise hat ein Blatt von einer grobzähnigen Zitterpappel. Also suche ich so lange, bis ich eins gefunden habe. Herbst. Toll.
Mal sehen, ob da nicht ein Blatt dabei ist, das ich brauchen kann. Hm, das hier brauche ich schon mal nicht. Das da habe ich auch. Und das da fehlt mir auch nicht. Ich glaube, das ist ein Rotbuchenblatt. Ich sehe mal in meinem Buch nach. Es stimmt. Jetzt habe ich endlich mein Rotbuchenblatt. Danke, Max. Herbst. Ui, der Blätterhaufen ist ja schon riesengroß geworden. Da drin finde ich bestimmt ein Blatt von einem japanischen Ahorn. Das ist allerdings keins. Und das da leider auch nicht. Das habe ich auch schon. Herbst! Wenn ich mich nicht irre, ist das das Blatt von einem japanischen Ahorn. Aber lieber mal nachsehen. Aha! Brumm, 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 brumm. Brumm, brumm. Herbst! Max, jetzt hast du die ganzen Blätter auf meine Blättersammlung gekippt. Wo ist sie denn bloß? Bei so vielen Blättern finde ich sie ja gar nicht mehr. Oh, da ist sie ja. Nur wo ist das Blatt von dem japanischen Ahorn? Na, so ein Glück, es hat in meiner Tasche gesteckt. So, jetzt ist meine Sammlung bald vollständig. Ich muss nur noch ein Blatt von einer grobzähnigen Zitterpappel finden. Max, der Blätterhaufen ist nun aber wirklich schon groß genug. Ich glaube, das ist eins. Oh, oh, wo ist es jetzt hin? Bleib bloß da stehen, Max. Du darfst kein einziges Blatt mehr auf den Haufen kippen. Mein schönes Zitterpappelblatt muss hier noch irgendwo sein. Kein Schritt weiter, Max. Ganz im Gegenteil. Geh lieber noch einen Schritt von dem Haufen zurück. Ganz vorsichtig. Schon der kleinste Windhauch könnte die Blätter durcheinander wehen und ich finde mein Zitterpappelblatt dann nie mehr wieder. Du solltest vielleicht lieber noch ein paar Schritte weiter zurückgehen, nur um ganz sicher zu sein. So ist es gut, Max. Ja, das Blatt. Aber ich sehe lieber noch mal nach, ob es wirklich das Blatt von einer grobzähnigen Zitterpappel ist. Also schön. So sollte es aussehen. Es ist eins. Ich habe mein letztes Blatt gefunden. Ist das nicht einfach toll, Max? Ich habe jetzt die vollständigste Blättersammlung von allen Schülern. Max? 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 Nicht! Ach, und ich war doch so nah dran, die beste Blättersammlung der ganzen Klasse zu haben. Aber jetzt finde ich mein Zitterpappelblatt nie mehr wieder. Das darf doch nicht wahr sein! Mein Zitterpappelblatt! Wie um alles in der Welt ist das denn passiert? Herbst! Die blaue Tarantel. Thank you.
gut, Max. Eine gute Nachtgeschichte noch, aber dann machst du das Licht aus. Tarantel! Ich weiß nicht so recht, Max. Die blaue Tarantel ist ein Buch für größere Häschen. Davon bekommst du vielleicht Albträume. Lesen wir stattdessen doch lieber Gute Nacht, kleines Häschen. Das ist eine schöne Geschichte. Gute Nacht, kleines Häschen. Tarantel! Also schön, meinetwegen, Max. Aber sag mir, wenn es dir zu gruselig wird, sonst kannst du die ganze Nacht nicht schlafen. Ganz spät, an einem dunklen, stürmischen Abend, fiel mit einem Mal ein Schatten auf die Mauer. Es war der der blauen Tarantel, die bereit war, um zuzuschlagen. Wer wird ihr nächstes Opfer sein? Vielleicht etwa du? Oder das kleine Häschen von nebenan? Das weiß nur die blaue Tarantel. Wenn du also das nächste Mal eine Spinne zerquetschst, dann gib gut Acht. Sonst zerquetscht die blaue Tarantel vielleicht dich. Das war's. Ich bin nur froh, dass die blaue Tarantel nicht auf mich böse ist, Max. Max? Du brauchst keine Angst zu haben. Die blaue Tarantel zerquetscht doch nur Häschen, die unartig waren. Hier ist dein Knuddelelefant, damit du schön einschlafen kannst. Gute Nacht und nimm dich vor bösen Spinnen acht. Schlaf gut, Max. Max, was machst du in meinem Bett? Tarantel. Von jetzt an lesen wir abends wieder schön brav Gute Nacht, kleines Häschen. Tarantel. In deinem Schrank versteckt sich keine blaue Tarantel, Max. Die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Dich schön schlafen. Das ist doch bloß eine Geschichte, Max. Es gibt in Wirklichkeit gar keine blaue Tarantel. Es sitzt keine blaue Tarantel in deinem Kleiderschrank. Es sitzt keine blaue Tarantel draußen vor deinem Fenster. Und es sitzt erst recht keine blaue Tarantel unter deinem... Ich habe das merkwürdige Gefühl, dass doch irgendwas unter deinem Bett. Bleib hier stehen, Max. Unter Betten nachzusehen ist nur was für große Schwestern. Was haben wir denn da?
ist doch bloß ein Clown. Spring aus der Box. Ich hab's dir doch gesagt. Die blaue Tarantel existiert nur in deiner Fantasie. Wir können wirklich alle sicher in unseren Betten schlafen. Gute Nacht, Max. Max? Bist du das, Max? Tarantel.